Okay. Ah, ja, Bandana kommt wahrscheinlich wieder raus. Die Wielon-Schuhe schon am Start bei Justin. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, was haben wir heute vor? Wir sind heute live bei der Premiere von Justins neuer Kollektion Spoiled Youth. Da geht es anscheinend in 60 Sekunden los. Dementsprechend habe ich noch ganz kurz Zeit, um euch daran zu erinnern, liebe Leute, dass es in einem Monat endlich soweit ist. Meine neue Kollektion von MEM, Liberty and Justice, geht endlich online. Ihr könnt natürlich auf memvienna.com hier schon mal die neuesten Designs abchecken. Wie gesagt, in einem Monat ist es dann soweit. Wer sich was holen möchte, auf alle Fälle schnell sein. Es gibt teilweise von dem zum Beispiel hier nur mehr knapp 100 Stück. Also seid auf alle Fälle schnell und gönnt euch ein Piece, wenn ihr wollt. So, jetzt ist aber spannend, Leute. 12.29 Uhr, gleich geht's los. Ich habe mir gedacht, jetzt wo die Wogen geglättet sind, kann man auch schon mal auf dem Hauptkanal auf so ein Video reagieren. Ich weiß, die Kollektion heißt Spoiled Youth. Justin hat auch immer wieder mal auf Instagram und auf diversen Reaction-Videos Teile davon schon geleakt. Ich bin aber gespannt, was da jetzt wirklich auf uns zukommt. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Jetzt geht es nämlich, glaube ich, wirklich gleich los. Premiere startet gleich. 12.30 Uhr, jetzt müsste es eigentlich losgehen. Wir sind sehr pünktlich heute mal. So, 2 Minuten haben wir noch, bis es losgeht. Übrigens, Leute, den Hoodie, den ich gerade trage, der Hoodie aus der letzten Kollektion, so fällt dann auch der Fit aus bei unserer aktuellen Kollektion. Also schaut auf alle Fälle rein. Ui, jetzt bin ich aber wirklich schon gespannt. Ich habe extra einen Termin verschoben, damit ich hier als Erster drauf reagieren kann, Freunde. Und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Aktuell droppen wir sehr viele Kollektionen. Auch 6pm kommt jetzt bald raus. Wer möchte, dass wir auf die neue 6pm-Kollektion reagieren? Fuck Love heißt die, glaube ich. Dann jetzt auf alle Fälle in die Kommentare schreiben. Dann werden wir uns die auch gemeinsam zu Gemüte führen, liebe Leute. Jetzt sehe ich schon, es wird spannend. Nur noch 12 Sekunden. Die 12 Sekunden, 10 Sekunden nutze ich natürlich, um euch jetzt nochmal auf mein Instagram zu verweisen. Freunde, ich bin kurz vor den 50.000. Also schaut auf alle Fälle bei mir auf Instagram vorbei. Hier unten nochmal eingeblendet. Und here we go. Timing des Todes. Okay, sein McLaren sieht man da, Justin mit der Kapitaljacke. Spoiled Youth. Sind auf jeden Fall wieder diese alten Vibes mit drin, so die 2000er Vibes mit den qualitativ eher minderwertigen Kameras und dem 4:3 Format. Hier steigt er in den Privatjet ein. Ja, das ist halt der Jet-Setter-Lifestyle, oder Leute? Finde ich aber sehr, sehr cool, diese Vibes. Jetzt schon wieder High Quality. Ah, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, das dürfte die erste Jacke sein für den Winter dann. Sehr schlicht gehalten, so eine Puffer-Jacket. Okay, 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 aha. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Hoodie ist, aber wir sehen hier natürlich die Kollektionsbezeichnung. Auch in dieser, ja, fast schon Philipp Plein-mäßigen Schriftart, so in die Richtung, aber auch mit Glitzersteinen. Finde ich aber sehr cool. Okay. Ah, ja, Bandana kommt wahrscheinlich wieder raus. Die Wielon-Schuhe schon am Start bei Justin. Okay, okay, es kommt auch so eine Teddy-Jacket in Camouflage vielleicht. Kappe, okay, in Braun. Braun ja momentan, also der Colorway, man sagt zwar in der High-Fashion-Szene, ist blau die Farbe des Jahres, aber wenn man sich Travis Scott ansieht, dann hat er das schon ganz gut umgesetzt, dass Braun jetzt relativ dominant ist, was die Farben betrifft. Ja, jetzt sehen wir deinen Hoodie da besser. Wir haben wieder dieses Fahrzeug, erinnert mich so ein bisschen an die letzte Kollektion schon, das dürfte scheinbar gut gegangen sein, aber mit so mehreren Colorways und dann diese verspielte Spoiled Youth Schrift finde ich sehr, sehr cool. Also in der Kombi ganz nice. Ah ja, okay. Das hat er schon mal angeteasert. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich diese Schriftart mag. Ich habe diese Schriftart habe ich zum ersten Mal gesehen bei, ich glaube, Cactus Plant Flea Market. Can You Must Be Born Again Hoodie oder so heißt er. Born Again.
Cactus Plant Flea Market, eine sehr nice Marke, gibt es seit 2015, glaube ich, oder 2016. Ah ja, da hat er ihn eh an. So ein bisschen diese Schrift hat. Also deswegen finde ich es sehr, sehr cool. Natürlich gibt es schon Unterschiede, aber ich mag dieses Verspielte einfach. Okay, jetzt sehen wir auch, das Shirt gibt es nochmal in Braun, dann diese Teddy Jacket. Gibt es diese Schlappen, wie man in Österreich sagen, gibt es die auch? Okay, der finde ich schon cool mit dem Glitzereffekt. Ja, okay, wieder auf Druckknöpfe wird gesetzt zur Verstellung, Erweiterung, dass die Hose gut stackt. Ja, fit natürlich gut. Ah, okay, es kommt auch in so einem Braunton raus, dieser Hoodie. Ja, weil der kam damals bei CFPM auch raus, aber das Witzige ist, die haben so einen alten Yeezy-Pullover verwendet und da das dann nochmal drauf geprintet. Also so richtig Candy-Vibes. Hier nochmal diese dunkelbraune Hose mit den Druckknöpfen. Ah, okay, jetzt haben wir ganz kurz gesehen. Ja, hier den Hoodie nochmal. Den finde ich nice. Also den finde ich wirklich cool. Ja, da sieht man jetzt nochmal die Puffer-Jacket. Hält sicher sehr gut warm. Wäre was für Leon. Okay, hier nochmal so ein schlichtes. Hier sieht man so ganz schlicht Peso da stehen. Cool. Ah, die Hose. Ja, seine Cargo-Pants, auch so einen dunkelbraun. Mich würde interessieren, ob andere Stoffe verwendet werden als bei den letzten Kollektionen. Ob die Shirts ein bisschen dicker sind für den für den Herbst und den Winter dann. Das würde mich interessieren. Ja, okay, Crewneck auch sehr, sehr wild mit der Hose dazu. Passt gut, ja. Finde ich auch eins der gelungensten. Also das als Hoodie finde ich eins der gelungensten Pieces da in der Kollektion. Okay, jetzt geht's wieder nach Hause. Cool. Auch mit diesem Tape-End sehr, sehr nice gemacht. 2.10. Okay. Ja, das war die neue Kollektion von Justin. Spoiled Youth. Sind ein paar coole Sachen dabei. Ich glaube, der Hoodie gefällt mir persönlich am besten und auch dieses Shirt mit diesen Strasssteinen gefällt mir gut. Vielleicht das erste Mal, dass ich zuschlagen werde bei der Kollektion. Jetzt wird es mal an der Zeit, dass ich mir auch was hole von Peso. Allein schon wegen der Betriebsspionage. Nein, Joke natürlich. Gratulation an Justin zu dieser Kollektion. Bin natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht. Liebe Leute, das war's auch schon wieder mit dieser Reaction. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die... Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare eure Meinung zu dieser Kollektion, was euch am besten gefällt. Würde mich auf alle Fälle sehr interessieren. Nicht vergessen, in einem Monat ist es dann endlich soweit mit meiner Kollektion Liberty and Justice. Das war's von mir. Ich kann jetzt endlich in Ruhe nach Kärnten fahren. Ich bin schon viel spät dran. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Maximilian.